Noch immer herrscht Kriegsrecht. Auf einen maßvollen Frieden kann man bestenfalls hoffen. Täglich sterben hunderte Menschen an Unterernährung, Tuberkulose oder anderen Krankheiten. Viele stehen stundenlang Schlange vor Lebensmittelläden und an den Armenküchen. Oft genug führt der Kampf ums nackte Überleben in die Kriminalität. Viele Menschen haben jemanden verloren. Immer mehr invalide Männer kommen nun in die Heimat zurück. Auf den Straßen und Wegen sieht man Männer ohne Arme oder ohne Beine, die sich mit Hilfe eines Holzwägelchens mühsam fortbewegen. Männer, denen Gesichtspartien fehlen. Traumatisierte Menschen, die einen Nervenschock, wie man damals sagte, erlitten haben. Etwa durch die nahe Detonation einer Granate und seither am ganzen Leib zittern. Die wenigsten bekommen eine angemessene Therapie. Prothesen gibt es erst nach und nach. Was der Krieg in den Seelen der Soldaten angerichtet hat, mag man sich kaum ausmalen. Anfang Oktober hat das Deutsche Reich um Waffenstillstand ersucht. Auf der Basis der 14 Punkte des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Gut einen Monat sind Noten hin und her gegangen. Wilson verlangt die Räumung der besetzten Gebiete und die Einstellung des U-Boot-Krieges. Zudem wird er mit den militärischen Beherrschern und monarchistischen Autokraten nicht verhandeln. So wird ein demokratischer Politiker Deutschland vertreten, Matthias Erzberger vom Zentrum. Es ist eine sehr schwere Aufgabe. Ganze Regionen im Nordosten Frankreichs und Belgiens sind zerstört. Durch Minen und Giftgas auf Jahre hin eine lebensfeindliche Umgebung geworden. Noch im Rückzug hatten die deutschen Truppenführer angeordnet, alles niederzubrennen. All dies ist der obersten Heeresleitung unter Ludendorff und Hindenburg wohl bewusst. Für die bitteren Folgen der Niederlage sollen nicht die Generäle des Kaisers, sondern die demokratischen Politiker gerade stehen. Sollen sie doch die Suppe auslöffeln, die sie uns eingebrockt haben, so Ludendorffs zynischer Kommentar. Kaiser Wilhelm II. Hat den als liberal geltenden Prinz Max von Baden zum Reichskanzler ernannt und der hat in sein Kabinett Sozialdemokraten und Zentrumspolitiker aufgenommen, Vertreter der Mehrheits-SPD genau gesagt, denn über die Kriegskredite und damit die Zustimmung zum Krieg war die SPD zerfallen. Die Kriegsgegner hatten im April 1917 die unabhängige SPD gegründet, kurz USPD. Seit Ende Oktober ist das Deutsche Reich eine parlamentarische Monarchie. Nach einer eiligen Verfassungsänderung ist der Kanzler nicht mehr dem Kaiser, sondern dem Parlament verantwortlich. Der Kaiser selbst hat Berlin verlassen. Nun sitzt er im Hauptquartier der obersten Heeresleitung im belgischen Spa und hofft, in völliger Verkennung der Lage, dass er bald mit seinen Truppen in Berlin einmarschieren kann. Prinz Max von Baden und der MSPD-Vorsitzende Friedrich Ebert drängen ihn, zugunsten eines Regenten abzudanken, um wenigstens die Hohenzollernmonarchie zu retten. Doch Wilhelm II. Lehnt ab. Vielen Menschen reichen diese Reformen aber nicht. Geprägt von den langen Kriegsjahren, übermenschlichen Anstrengungen, Hunger und Not wollen sie eine neue politische Ordnung. Der Kaiser, längst eine Randfigur im politischen Geschehen, hat das Vertrauen der Menschen verloren. Auch in der Hauptstadt Berlin brodelt es. Die Linke um die revolutionären Obleute in den Großbetrieben und der Spartakusbund auf dem linken Flügel der USPD planen bereits einen Aufstand. Der Mehrheits-SPD und den Gewerkschaften vertrauen sie schon lange nicht mehr. Dann kommen immer mehr Nachrichten aus Kiel. Als die Admiralität eigenmächtig die Hochseeflotte in eine sinnlose letzte Schlacht gegen die Royal Navy schicken wollte, in den sicheren Tod, verweigerten die Matrosen den Befehl. Unterstützt von Soldaten, Hafenarbeitern und Bürgern kontrollieren sie nun Kiel und Wilhelmshaven. Arbeiter- und Soldatenräte werden gebildet. Innerhalb weniger Tage kommt es im ganzen Land zu Aufständen.
Die regierenden Fürsten danken ab. Arbeiter- und Soldatenräte übernehmen die Macht. Der Ruf nach Abdankung des Kaisers und der Richtung einer Republik wird immer lauter. Fast überall gibt es kein Blutvergießen und es kommt auch nicht zu Übergriffen, Beschlagnahmungen und Besetzungen. Die Räte verstehen sich als demokratische Kontrollorgane in einer Übergangszeit. Sie wollen im besten Interesse einer neuen republikanischen Regierung handeln. Am 8. November hat die Revolution auch unsere Region erreicht. Dann überschlagen sich die Ereignisse in Berlin. Am Morgen des 9. November ist Generalstreik. Hunderttausende Menschen ziehen in die Innenstadt. Etwa zur gleichen Zeit in Spa erfährt Wilhelm II. Von General Gröner, Nachfolger Ludendorffs in der obersten Heeresleitung, dass die Frontsoldaten ihm nicht mehr folgen würden. Prinz Max von Baden bittet ihn dringend, sofort abzudanken. Doch Wilhelm zögert immer noch. Wenigstens König von Preußen will er bleiben. Nun handelt Max von Baden selbst. Am Mittag gibt er die Abdankung des Kaisers und den Thronverzicht des Kronprinzen bekannt. Friedrich Ebert übernimmt als Reichskanzler die Regierung. Doch die Nachricht kommt zu spät. Die riesige Menschenmenge in der Innenstadt zerstreut sich nicht. Immer mehr Demonstranten fordern die Abschaffung der Monarchie. Beim Mittagessen im Reichstagsgebäude erfahren die MSPD-Politiker Scheidemann, Ebert und Bauer, dass Karl Liebknecht in Kürze die Räterepublik ausrufen will. Dem muss man zuvorkommen, ist Scheidemann überzeugt. Da Ebert nicht will, tritt er gegen 14 Uhr auf einen Balkon des Reichstags und ruft die Republik aus. Etwa zur selben Zeit im Tiergarten verkündet Karl Liebknecht die Sozialistische Republik. Am Nachmittag steht er auf einem Lastwagen vor dem Berliner Stadtschloss und ruft die Demonstranten auf, das Schloss zu erstürmen. Danach ruft er vom Schlossbalkon erneut die Freie Sozialistische Republik Deutschland aus und fordert alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten. Anschließend ziehen Liebknechts Anhänger durch die Stadt und rufen nieder mit der Regierung Ebert Scheidemann. Um die Dinge doch noch in der Hand zu behalten, bietet Ebert nun der USPD den Eintritt in die Regierung an. Ebert, in seinem Herzen Republikaner, hat sich im Interesse eines friedlichen Übergangs vom kaiserlichen Obrigkeitsstaat zur Demokratie mit der parlamentarischen Monarchie arrangiert. Nun hat sich die MSPD-Führung an die Spitze der Revolution gestellt, um sie zu bremsen. Das ist ganz und gar nicht im Sinne der revolutionären Obleute in den Großbetrieben, die Ebert eh misstrauen. Nun mobilisieren sie die Berliner Betriebe, Arbeiter- und Soldatenräte zu wählen, die, stellvertretend für alle Räte in Deutschland, einen aus MSPD und USPD-Vertretern bestehenden Rat der Volksbeauftragten bestimmen sollen. Dieser Rat soll die Regierung Ebert ersetzen. Die MSPD-Führung bekommt Wind davon und tut alles, um diese Wähler für sich zu gewinnen. Mit Erfolg! Auf der Versammlung am Nachmittag des 10. November sind ihre Anhänger in der Mehrheit und eine überwältigende Mehrheit der Delegierten will Einigkeit unter den Arbeiterparteien. Mit eben diesem Ruf Einigkeit schreien sie Karl Liebknecht nieder. Der Rat der Volksbeauftragten wird gewählt, paritätisch besetzt mit je 3 Vertretern der MSPD und der USPD. Die revolutionären Obleute drücken noch einen Vollzugsrat durch, der die Arbeit des Rates kontrollieren soll. Ebert hat sich behauptet, doch er hat auch verloren. Er ist jetzt nicht mehr Reichskanzler, sondern Volksbeauftragter an der Spitze einer Revolution, die er nicht gewollt hat. Am späten Abend dieses turbulenten Tages klingelt das Telefon in der Reichskanzlei. Es ist General Gröner. Der General sichert der neuen Regierung die Loyalität der Reichswehr zu, sofern sie gemeinsam gegen Bolschewismus, Chaos und Revolution kämpfen. Dafür verlangt er Eberts Garantie, dass die Befehlsgewalt über die Truppen bei der OHL verbleibt. In der Tat ist die Lage unsicher. Der Spartakusbund ist klein, doch Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sind populäre und charismatische Persönlichkeiten. Unzählige Menschen hören ihnen zu.
die ganze Macht den Arbeiter und Soldaten retten, fordert die Rote Fahne, die Zeitung des Spartakusbundes. Niemand kann sicher sagen, wie stark die radikale Linke wirklich ist. Russland und Lenin sind ein warnendes Beispiel. Die Bolschewiki waren nie die Mehrheit, haben die Macht mit Gewalt an sich gerissen, die Zarenfamilie umgebracht und das ganze Land in einen Bürgerkrieg gestürzt. Um Deutschland das zu ersparen, will Ebert mit den bürgerlichen Parteien zusammenarbeiten und die alten Eliten für den demokratischen Staat gewinnen. Kaiser Wilhelm II. Ist an diesem Abend bereits Geschichte, auch wenn er formal noch nicht abgedankt hat. Im Morgengrauen des 10. November ist er vom Hauptquartier in Spa in die neutralen Niederlande geflohen. Königin Wilhelmina gewährt ihm Asyl und liefert ihn auch auf Drängen der Alliierten nicht aus. Er darf aber sein Anwesen in den Niederlanden nicht verlassen. Im Wald von Compiègne wird über einen Waffenstillstand verhandelt. Erzberger bemüht sich verzweifelt, doch zu Verhandlungen kommt es kaum. Auf alliierter Seite fordert der französische Marschall Foch die bedingungslose Annahme der Waffenstillstandsbedingungen. Die Kernpunkte: Rückzug der deutschen Truppen nach Deutschland innerhalb von 15 Tagen, Besetzung der linksrheinischen deutschen Gebiete durch alliierte Truppen, Annullierung des deutsch-russischen Friedensvertrags von Brest-Litovsk und sofortige Reparationsleistungen. Nicht einmal die Seeblockade wird aufgehoben. Der deutschen Delegation bleibt keine Wahl. Nach Rücksprache mit Generalfeldmarschall Hindenburg unterzeichnet Erzberger. Es ist der 11. November 1918. Am selben Tag tritt der Waffenstillstand in Kraft. Nach den Waffenstillstandsbedingungen muss das linke Rheinufer am 4. Dezember 6 Uhr morgens geräumt sein. Die deutschen Truppen eilen zurück. Hier ein Bild von der Kölner Rheinbrücke. Viele Menschen stehen am Rand und hoffen, von den Soldaten Nachrichten über ihre Angehörigen zu erfahren. Einige Tage lang gleicht das Städtchen Königswinter einem Heerlager. Unzählige Truppenverbände ziehen zu Fuß, zu Pferde und auf Lastautos und sonstigen Fuhrwerken durch die Straßen. Die Fähre legt Tages- und Nachtschichten ein, um Menschen und Material vom linken auf das rechte Rheinufer zu befördern, ebenso die Schiffe der Köln-Düsseldorfer und anderer Gesellschaften. Am Südende des Städtchens und in Niederdollendorf haben Pionierbataillone Pontonbrücken über den Rhein gebaut. Offiziere und Mannschaften müssen untergebracht werden. Trotz der Niederlage tut man sein Bestes, die Truppen freundlich willkommen zu heißen. Nach dem Abzug der in Bonn stationierten deutschen Truppen rücken an die 10.000 britische und kanadische Soldaten in Bonn ein. Am 6. Dezember treffen die ersten englischen Verbände in Köln ein. Ab dem 15. Dezember gilt im gesamten britischen Besetzungsgebiet die britische Zeit. Es ist also eine Stunde früher als im übrigen Deutschland. Presse- und Versammlungsfreiheit werden beschränkt, nächtliche Ausgangssperren verhängt und der Karneval wird verboten. Viele Familien müssen Unterkünfte für englische Soldaten bereitstellen. Am 9. November 1918 ist nicht nur das Ende des Kaiserreichs, sondern auch das des Königreichs Preußen gekommen. Wie auf Reichsebene hat auch in Preußen ein Rat der Volksbeauftragten aus MSPD und USPD die Regierung übernommen. Als er zur Wahl einer verfassungsgebenden preußischen Landesversammlung aufruft, erhebt sich gleich Protest. Soll Preußen mit seiner überwältigenden Dominanz im Reich überhaupt fortbestehen? Das Deutsche Reich, in Wirklichkeit ein erweitertes Preußen, hat der August Bebel einmal geschrieben. Preußen steht für eine Staatsauffassung, in der die Staatsräson alles, der einzelne Mensch aber wenig gilt. Vielen geht das gegen die Natur. Zudem ist Preußen mehr als andere Staaten des Reiches militärisch geprägt. Vielen scheint ein Fortbestehen dieses Preußens eine zu große Bürde für die junge Republik. Ungewissheit über die Zukunft prägt die Stimmung im Rheinland. Für die meisten Menschen kam die Niederlage völlig überraschend. Und jetzt stehen auch nur fremde Besatzungstruppen im Land.
Auf der anderen Seite ist nun Ausland oder zumindest besetztes Gebiet. Schon spricht man im Umfeld des französischen Ministerpräsidenten Poincaré vom Anschluss des Rheinlandes an Frankreich. Für viele Rheinländer ist das eine reale Gefahr. In diesen Tagen denken manche an eine Abtrennung des Rheinlandes von Preußen, ja sogar vom Deutschen Reich. Schon am 10. November 1918 beginnt die Kölnische Volkszeitung, ein Organ der katholischen Zentrumspartei, eine Kampagne für einen Rheinstaat, auch wenn sie hier nicht für das Zentrum in seiner Gesamtheit spricht. Am 4. Dezember 1918, kurz vor dem Einmarsch britischer Truppen, versammelt die Rheinische Zentrumspartei an die 5000 Menschen in Köln. Man spricht über die Gründung einer Rheinischen Republik im Reichsverbund, um einer Annexion durch Frankreich zuvorzukommen. Auch Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer denkt an eine Rheinische Republik, und zwar eine große westdeutsche Republik mit der Pfalz, dem Rheinland und dem Ruhrgebiet im Rahmen des Reiches, durch ihre geografische wie kulturelle Nähe zu Westeuropa könnte sie eine Art Bindeglied zwischen Frankreich und Belgien und den östlicheren Reichsgebieten sein und helfen, das übrige Reich friedensfreundlich zu machen. Die Abtrennung ganzer Teile gegen Recht und Gesetz lehnt er freilich ab. Viele Menschen tragen Waffen. In Berlin wurde im November die Volksmarinedivision aus revolutionären Matrosen gebildet. Sie steht dem Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn, USPD, als bewaffnete Ordnungsmacht zur Verfügung. Eine Abteilung bewacht unter anderem die Reichskanzlei. Auch Reichswehrtruppen stehen in Berlin. Viele Soldaten sind verbittert und republikfeindlich. Ihrer Meinung nach sind die Sozialisten dem Heer in den Rücken gefallen und schuld an der Niederlage. Als am 6. Dezember ein Demonstrationszug der Linken durch Berlin zieht, schießen die Militärs ohne Vorwarnung in die Menge. 14 Menschen werden getötet. Am 10. Dezember 1918 marschieren heimkehrende Fronttruppen mit den schwarz-weiß-roten Fahnen des Kaiserreichs durch das Brandenburger Tor in Berlin ein. Reichskanzler Ebert begrüßt sie mit einer von der OAL verfassten Rede. In Berlin halten sich nun bewaffnete Revolutionstreue und gegenrevolutionäre Truppen auf, auch wenn letztere ihre wahren Absichten hinter einem Zweckbündnis mit der MSPD verstecken und deren Angst vor einem spartakistischen Umsturz nutzen. Die Vorstellungen von der künftigen Staatsform und Wirtschaftsordnung Deutschlands gehen weit auseinander. Ebert und die Mehrheit der MSPD-Anhänger wollen so bald wie möglich eine Nationalversammlung wählen, die dann über die Verfassung der neuen Republik und auch über die Sozialisierung wichtiger Industrien entscheiden soll. Viele USPD-Politiker und andere Linke wollen eine Räterepublik. Und sie wollen Schlüsselindustrien wie den Bergbau so bald als möglich sozialisieren. Das wiederum alarmiert sowohl die Großindustrie als auch die Gewerkschaften. Am 15. November schließen der Industrielle Hugo Stinnes und der Gewerkschafter Karl Legin ein Abkommen, in dem die Gewerkschaften einen geordneten Produktionsverlauf und die Arbeitgeber den 8-Stunden-Tag und den Alleinvertretungsanspruch der Gewerkschaften garantieren. Damit ist die Sozialisierung von Industriebetrieben unterlaufen. Vom 16. bis 20. Dezember 1918 kommt in Berlin der Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte zusammen, zu dem alle Räte im ganzen Land Delegierte entsandt haben. Ebert und General Gröner wollten ihn verhindern. Dabei fehlen Schüsse. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen. Die Mehrheit der Räte sind gemäßigt, oft SPD-Anhänger. Sie verstehen ihre Tätigkeit als Übergangslösung im Dienst einer neuen demokratischen Ordnung. Der Spartakusbund ist nicht einmal beraten zugelassen. Mit großer Mehrheit stimmen die Räte am 10. Dezember für freie Wahlen zur Nationalversammlung gegen die Räterepublik und erkennen den Rat der Volksbeauftragten als Regierung an. Die so lange ersehnte Einheit der Arbeiterparteien MSPD und USPD zerbricht bald wieder.
Die bislang friedlich verlaufende Revolution schlägt in Gewalt um. Kurz vor Weihnachten 1918 eskaliert ein Streit um die Lohnzahlungen an die Matrosen der Volksmarinedivision. Am heiligen Abend toben blutige Kämpfe zwischen Truppen der alten Reichswehr, herbeigeholt von Ebert, und den Matrosen, die von demonstrierenden Arbeitern unterstützt werden. Auch der Berliner Polizeipräsident Emil Eichhorn von der USPD stellt sich mit seinen Leuten auf die Seite der Matrosen und der Arbeiter. Als Protest gegen den Einsatz von Truppen gegen das Volk tritt die USPD aus der Regierung aus. Das ist zunächst ein politischer Sieg für Ebert, der nun die missliebigen USPD-Politiker durch seine Vertrauten ersetzen kann. Unter ihnen ist Gustav Noske, ein Hardliner, der gleich die verstärkte Bildung von Freikorps anordnet. Doch viele MSPD-Anhänger fühlen sich durch Eberts Politik verraten und wechseln zur USPD oder gar den Kommunisten. Und abgesehen von Gröner sind die Generäle mit Ebert nur ein Zweckbündnis eingegangen. Die Spartakisten treten nun ganz aus der USPD aus und gründen mit anderen linksextremen Gruppierungen die Kommunistische Partei Deutschlands. Sie verstärken ihren Propagandakrieg, fordern die Fortsetzung und Ausweitung der begonnenen Revolution und lehnen in ihrer Mehrheit eine Teilnahme an den Wahlen zur Nationalversammlung ab. In der aufgeheizten politischen Atmosphäre verfügt die preußische Regierung am 4. Januar die Entlassung des Polizeipräsidenten Eichhorn. Viele Menschen sind empört. KPD, USPD und revolutionäre Obleute rufen zu einer Massendemonstration auf. Am Sonntag, dem 5. Januar 1919 und am folgenden Montag versammeln sich über 100.000 im Zentrum Berlins. Selbst überrascht von dem großen Zulauf sehen Karl Liebknecht und die anderen Führer der radikalen Linken ihre Stunde gekommen. Sie rufen zum bewaffneten Kampf und zum Sturz der Regierung auf. Revolutionäre Demonstranten bewaffnen sich, besetzen die Berliner Bahnhöfe und stürmen das Zeitungsviertel mit den Redaktionsgebäuden der bürgerlichen Presse und des Vorwärts. Einige Zeitungen hatten nicht nur zur Aufstellung weiterer Freikorps, sondern auch zum Mord an den Spartakisten aufgerufen. Doch Karl Liebknecht schätzt die Lage falsch ein. Die meisten Demonstranten sind für Eichhorn auf die Straße gegangen, für die Ziele vom November 1918, nicht für einen bewaffneten kommunistischen Umsturz. Auch die Volksmarinedivision verweigert ihre Unterstützung. Die Revolutionäre debattieren nur, werden sich nicht einig. Die meisten Demonstranten gehen nach Hause. Ebert und die anderen Volksbeauftragten hätten aufatmen können. Auf Initiative der USPD beginnen in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar Verhandlungen. Doch sie scheitern schon am selben Tag. Nun wollen Ebert und Noske es zu Ende bringen. Beide sind der Ansicht, dass die Lage nur durch Gewalt zu bereinigen ist. Noch am selben Tag gibt Ebert Noske den Oberbefehl über die Truppen in und um Berlin. Weitere Freikorps werden aufgestellt. Am 8. Januar wird ein SPD-Flugblatt mit dem Titel »Die Stunde der Abrechnung naht« bekannt. Auch die Linken rufen zum bewaffneten Kampf gegen die Todfeinde auf. Tagelang toben schwere Kämpfe in Berlin. Am 11. Januar gibt Noske den Einsatzbefehl gegen die Besetzer des Vorwärts. Freikorps rücken in die Stadt ein, bewaffnet mit Flammenwerfern, Maschinengewehren, Mörsern und Artillerie. Damit sind sie ihren Gegnern weit überlegen. Die bürgerkriegsähnliche Situation bietet den Republikfeinden im Militär die Gelegenheit, mit ihren Feinden abzurechnen. Und das im Auftrag der Regierung. Oft werden Hausbesitzer noch standrechtlich erschossen, als sie schon aufgegeben haben. Die besetzten Gebäude und Straßen im Zeitungsviertel und das Berliner Polizeipräsidium werden bis zum 12. Januar erobert. Der Aufstand bricht zusammen. Er hat 165 Opfer gefordert. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht müssen um ihr Leben fürchten. Doch beide wollen Berlin nicht verlassen. Am Abend des 15. Januar 1919 werden sie verhaftet und noch in derselben Nacht von Freikorps ermordet. Die Mörder werden nur gering bestraft.
wenn überhaupt, Kommunisten auf der einen, Sozialdemokraten und Bürgerliche auf der anderen Seite werden unversöhnliche Feinde.